Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen an der Fachsession 4. Mein Name ist Gregor Hernan, ich bin von der SIK. Als wir bei der Organisationskomitee Themen gesucht haben für die Fachsession, sind alle gekommen mit ganz komplizierten Themen, sehr interessante Themen. Und ich habe mir gedacht, hey, wir müssen schon irgendwie etwas machen, für die Grundsätze, die Grundlage der IT-Beschaffung. Und prompt haben sie mir alle gesagt, nein, da sind alle Profis hier bei dieser IT-Beschaffungskonferenz, das wird nicht funktionieren. Ich habe gesagt, doch, doch. Und siehe da, das ist die Fachsession, die am meisten besucht ist. Weil, um schnell und richtig anzufangen, braucht man natürlich Grundsätze, die Grundlage richtig im Kopf zu haben, aber auch braucht man Hilfsmittel, weil mit Hilfsmitteln haben wir einmal die Sicherung, die Sicherheit, dass wir es richtig machen, die Hilfsmittel richtig gemacht, Hilfsmittel helfen beim Start und wie man Sprichwort sagt, den Sieger erkennt man am Start, der Verlierer auch eigentlich. Ist das Ziel von dieser Fachsession 4, euch ein bisschen einen Einblick zu zeigen oder auch etwas euch übergeben, was als Hilfsmittel, die wir im Moment vorbereiten, ein bisschen überall und vor allem auch bei der SIK. Als erster Referent bzw. Referentin haben wir Frau Judith Lipp. Das ist die Leiterin von Rechtsdienst, Kanton, also Finanzdepartement, Kanton Luzern. Wir zeigen, also sie wird zeigen, einen Aufbau und der Stand von einem Leitfaden. Wir sind am Leitfaden erarbeiten für IT-Beschaffung bei der SIK, die wir nachher publizieren werden, natürlich intern für unsere Mitglieder und extern für alle, die Interesse haben, diese Leitfaden zu benutzen. Judith, du hast das Wort. Also, guten Morgen, schon fast guten Mittag. Ich freue mich, dass Greg Erno mich gefragt hat, dass ich hier den Stand der Arbeiten an diesem Leitfaden, den wir in der SIK aufbauen wollen, wobei Sie sehen dann, es ist eher vielleicht Leitfaden, ist eher ein Sammelgefäß, kurz vorstellen darf, also es ist mehr so ein Vorstellen. Was ich dann am Anschluss noch gerne machen möchte, ist kurz, wir haben jetzt ganz neu im Kanton Luzern etwas Ähnliches gemacht, intern für die Verwaltung, intern einfach vielleicht auch noch als Illustration, wie man auf relativ einfachen Mitteln gewisse Hilfsmittel zur Verfügung stellen kann. Was ist diese Idee dieses Leitfadens oder dann eben dieses Sammelgefäß? Wir haben einfach so gemerkt, dass es oft damit anfängt, dass das Know-how zwar vorhanden ist, aber vielleicht eben nicht einfach zugänglich. Die Kantone arbeiten für sich, es gibt verschiedene, die Kantone oder Gemeinden sind unterschiedlich organisiert. Und trotzdem, wie sie Vergabeverfahren durchführen und trotzdem müssen doch viele Kantone Ähnliches machen. Und es gibt Kantone, die haben schon viele Hilfsmittel vielleicht entwickelt und andere haben noch nicht so viele. Und es wäre doch vielleicht ein erster Schritt, dass wir etwas zur Verfügung stellen, wo die Kantone ihre Hilfsmittel, ihre Grundlagen auch anderen Kantonen zur Verfügung stellen können. Wir möchten auch, dass das eben ein einfacher Zugang sein soll von vorhandenen Vorlagen, Hilfsmittel, Werkzeugen. Was auch immer wieder in der Diskussion ist und was zum Teil bilateral schon sehr oft geschieht, ist, dass man gerne Ausschreibungsunterlagen hat von ähnlichen Ausschreibungen,
die andere Kantone schon durchgeführt hat, sei es mal ein integrierter Arbeitsplatz oder Rechenzentrumsleistungen, die ausgeschrieben werden müssen oder so, dass da nicht jeder das Rad wieder neu erfinden muss oder eben, dass man auch wertvolle Inputs bekommt. Das geschieht zum Teil bilateral und die Idee ist eben auch, dass man hier vielleicht was erarbeiten kann, wo man das so ein bisschen einfacher zur Verfügung stellen kann. Kurz, wer ist wir? Wir sind ein Teilbereich der SIK-Arbeitsgruppe ICT-Beschaffungen. Sie sehen, da gibt es verschiedene Projektbereiche. Eines ist eben auch Aus- und Weiterbildung. Da befinden Sie sich, also das ist die Zusammenarbeit mit genau diesem Anlass, der heute stattfindet oder diesen Weiterbildungstagen, die ja jetzt auch da, wo Sie Unterlagen haben in Ihren Tagungsunterlagen. Da gibt es verschiedene Projektbereiche und es gibt eben den Projektbereich Methodik und Grundlagen. Sie sehen hier, wir sind verschiedene Vertreter von Kantonen, die da zusammenarbeiten. Herr Greg Ernon ist von der SIK dabei und Herr Töns, der ist von der Stadt Bern. Also wir haben auch eine Gemeinde dabei. Was haben wir gemacht? Wir sind erst vor knapp einem Jahr gestartet, haben uns dann über ebenso diese Grundüberlegung gemacht, haben ein Grobkonzept und dann ein Detailkonzept dieses Leitfadens mal ausgearbeitet und haben dann eine Umfrage durchgeführt zu diesem Konzept bei den von der SIK. Wie sieht dieses Konzept aus? Was uns wichtig ist, wir möchten diesen Leitfaden nicht nur auf den Vergaberechtsprozess konzentrieren, sondern den ganzen Beschaffungsprozess eigentlich da Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Entlang dieser Prozessschritte sollen dann Hilfsmittel aufgeschaltet werden. Und wir haben auch die Idee, dass es so ein stetig ausbauend und sich verfeinerndes Sammelgefäß ist. Ich werde jetzt in den nächsten Folien einfach illustrieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Er ist noch nicht gebaut, wir sind jetzt gerade in der Phase. Also wir haben dann so eine Hauptebene, der diesen ganzen obersten Prozess abbildet und da sehen Sie eben, wir möchten beim Bedarf anfangen und dann kommt der Vergabeprozess, was eben das Vergabeverfahren darstellt und wir möchten nicht mit dem Zuschlag und vielleicht noch dem Vertrag aufhören, sondern eigentlich gerne auch dann noch ein bisschen weiter bei der Abwicklung, wie die Beschaffung dann abgewickelt wird, auch noch weitergehen. Auf diesen Unterebenen, das zeige ich nachher, werden wir dann so eine Struktur aufbauen, wo diese Unterlagen und Links zu finden sind. Also Sie sehen, es ist wirklich sehr basic, es ist da nicht ein riesentechnisches Ding. Vielleicht ein kurzes Wort zur Abgrenzung. Was wir nicht machen können, ist, dass wir so eine Gesamtübersicht über die Kantone machen und über deren Gesetzgebung, weil im Moment ist das einfach noch zu heterogen, das würde das Fuder ein bisschen überladen im Moment und auch ganz ehrlich gesagt einfach unsere Ressourcen lassen das auch nicht zu, das zu erarbeiten. Wir haben noch verschiedenste Gesetzgebungen, verschiedenste Organisationen in den Kantonen. Ich habe schon erwähnt, wie die Vergabeprozesse halt ablaufen, wie man organisiert ist. Es ist wirklich einfach ein Zur-Verfügung-Stellen von vorhandenen Hilfsmitteln und man muss dann halt schon selber ein bisschen gucken, was vielleicht passt oder was man besser oder schlechter adaptieren kann an seine eigene Organisation. Aber das andere, das wäre eine ziemliche Herkulesaufgabe. Wie sehen dann diese Unterrubriken aus? Eben, wir haben da, wir dachten, wir machen so eine... Also für Grundlagen, Rahmenbedingungen, da würden dann so Unterrubriken entstehen, so Themen kommen. Und dann beim Bedarf, da sehen Sie eben, wir haben da dann diese Unterprozesse, da fängt es eben auch an mit Bedarfsklärung.
Die ganzen Kreditfreigaben sind ja auch immer das Thema bei der öffentlichen Hand, auch Zuständigkeiten bis eben zur Definition der Anforderungen. Und auch hier dann immer so diese Unterrubriken, wo sie was finden. Ich glaube, beim Vergabeverfahren ist es fast selbstredend, diese Unterprozesse. Auch wieder mit Unterrubriken. Und bei der Abwicklung hinten raus sozusagen, da sehen Sie, da sind dann eben, soll es dann eben weitergehen in die wirklich bei den, zum Einkauf dann. Also eben Vertragsmanagement, Bestellung, wie man die Unterlagen zu Kuhkontrolle, Annahme. Und auch hier wieder unter Rubriken. Wie erwähnt, wir haben eine Umfrage bei 40 Stellen durchgeführt von Seiten der SIK. Wir haben ein bisschen einfach mal abfragen wollen, sind wir da bei den Leuten, machen wir da was oder planen wir da was zu machen, was es nicht braucht oder was überhaupt nicht auf Gegenliebe stößt. Wir haben nicht so einen großen Rücklauf erhalten, aber es ist doch immerhin so, dass die Mehrheit dann positiv geantwortet hat, dass das doch vielleicht nützlich sein könnte, dass auch die Bereitschaft vorhanden ist, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, weil gefüllt werden muss es dann durch die Kantone, durch die SIK-Mitglieder. Und was besonders begrüßt wird, ist diese Sammlung von diesen IT-Ausschreibungsunterlagen, das wird als sehr hilfreich angeschaut. Aus diesen Rückmeldungen haben wir einfach jetzt mal entschieden, dass wir fortfahren, so wie geplant. Und jetzt, wie gesagt, deshalb sehen Sie hier nur Folien, kann ich das noch nicht präsentieren technisch. Jetzt gerade sind wir dabei, diese Grundstruktur technisch umzusetzen. Das soll auf der Intranet-Seite der SIK-Homepage erfolgen. Dann werden wir bei den Ansprechpersonen, die wir aus der Umfrage gewonnen haben, schon einmal Unterlagen einfordern und sichten und dann Unterlagen aufschalten. Das ist noch für dieses Jahr geplant. Dann werden wir mal schauen, was wir haben und wo große Löcher sind und wo es doch schön wäre, wenn auch was gefüllt wäre. Dann möchten wir dann vielleicht spezifisch auf die Suche gehen, dass wir da noch Sachen füllen können. Und dann nächstes Jahr möchten wir auch aufbauen, dieses Gefäß für die Musterausschreibungsunterlagen. Wie wir das dann machen wollen, hier haben wir einfach erst schon mal angedacht, die Zusammenarbeit mit CIMAP zu suchen, weil da sind ja logischerweise ganz viele Ausschreibungsunterlagen schon aufgeschaltet. Das haben wir erst mal in unserer Gruppe so angedacht, das müssen wir jetzt konkretisieren und wollen wir nächstes Jahr dann weiterverfolgen. Wenn wir dann mal sowas haben und gestartet sind, dann wollen wir auch prüfen, ob es eben für gewisse Teile sinnvoll ist, dass wir hier vielleicht Aufträge erteilen, um gewisse spezifische Unterlagen zu erstellen. Das hängt aber wirklich davon ab, wie viel Fleisch an den Knochen, sage ich jetzt mal so, wir von den Kantonen bekommen, um diesen Leitfaden zu füllen. Ja, das ist also dieser Stand der Arbeiten und die Idee dieses Leitfaden-Sammelgefäßes, was wir da so mit einfachen Mitteln versuchen aufzubauen. Ich habe Ihnen gesagt, ich möchte Ihnen noch schnell zeigen, was wir im Kanton Luzern jetzt gemacht haben. Wir haben hier auch so eine Know-how-Plattform für die Verwaltung zur Verfügung aufgebaut. Vielleicht muss man zuerst ein paar Worte zu den Rahmenbedingungen wie das Beschaffen funktioniert beim Kanton Luzern. Wir haben keine zentrale Beschaffungsstelle. Die Dienststellen sind eben selber verantwortlich für die Durchführung
der Beschaffungsverfahren und was es jetzt aber auch erst seit kurzem gibt, seit letzten Sommer. Wir haben, das Einzige, was wir haben, ist so ein interdepartementales Austauschgremium. Und dieses Austauschgremium, da haben wir uns eben als erste Aufgabe die Aufgabe gesucht, so eine Plattform zu erstellen. Das ist auch sehr einfach. Das ist einfach auf einer SharePoint-Seite, wo alle Verwaltungseinheiten sowie auf Ersuchen auch gewisse öffentlich-rechtliche Anstalten des Kantons darauf Zugriff haben. Also bei uns sind die Spitäler ausgelagert, zum Beispiel in öffentlich-rechtliche Anstalten. Und die haben ja auch viele Beschaffungen zu machen und die haben zum Beispiel auch Zugriff. Ich versuche jetzt mal, Ihnen hier da drauf zu kommen. Also Sie sehen, wir haben hier die Einstiegsseite. Dann haben wir hier, wie man das so machen kann, hier verschiedene Links einfach aufgeschaltet, wo man schnell einen Zugriff hat. Wir haben hier, wenn man dann hier, haben wir einfach so eine Kategorienseite gemacht, wo man dann darunter so diese Unterkategorien findet und dann hier PDFs zu verschiedenen Themen haben wir so wirklich ganz einfach gemacht. Hier vielleicht beim Zuschlag dann auch so Vorlagen, weil ich habe einfach gemerkt, wir haben dann oft das Problem, dass irgendwie in den Dienststellen draußen die Leute einfach schon nicht wissen, ja und wie gestalte ich, was muss jetzt in die Zuschlagsverfügung rein, wie sieht so ein Teil aus, wie sieht eine Verfügung aus, sind ja vielleicht nicht gerade überall die Juristen zur Hand oder einfach wirklich so ganz basic Sachen und wenn man hier schon mal Vorlagen hat, an einem Ort findet, kommt man vielleicht schon einen Schritt weiter. Wir haben dann auch noch eine FAQ-Seite, wo wir einfach ganz einfach mit ein paar Fragen und Antworten das gemacht haben. Und wir haben hier auch eine Sammlung, die ist noch nicht so groß, wie Sie sehen, von Musterausschreibungsunterlagen. Wobei das natürlich innerhalb des Kantons jetzt nicht von so großer Bedeutung ist, weil also Hochbau, das ist eine Dienststelle, die das ausschreibt und Informatik ist auch der große Teil eine Dienststelle und da macht es nicht noch eine andere. Aber so bei bei Informatik teilweise und bei Dienstleistungen sind es halt doch verschiedenste Dienststellen, die vielleicht Projektleitende ausschreiben oder so. Da wollen wir auch das zur Verfügung stellen. Ja? Das wäre es einfach schon von mir, nur eine Illustration von zwei Möglichkeiten, wie man vielleicht so Hilfsmittel auf einer einfachen Basis einfach zugänglich zur Verfügung stellen kann. Ja, danke schön, Judith. Es mag sein, dass die Präsentation ein Leitfaden oder eine Bibliothek nicht so ganz spannend ist, aber Sie sind jetzt alle dabei und Sie können für später sagen, ich war bei der Geburt von dieses tolles Produkt von der Jessica. Die Jessica hat mehrere Produkte, eine der bekanntesten Produkte sind die AGB der Jessica und es gibt x Produkte, aber das wird auf die gleiche Höhe Ebene wie diese AGBs, das ist ein Leitfaden, damit die Leute etwas in der Hand haben zur Hilfe. Vielen Dank, Judith. Da bekommst du ein kleines Geschenk. Ach, mit einer Hand ist nicht so einfach, aber vielen Dank für deinen Beitrag. Wir machen weiter mit noch ein Hilfsmittel. Das ist eine kondensierte Leitfaden. Was kann man sich vorstellen an kondensierten Leitfaden und Hilfsmitteln? Dann sind das natürlich Checklisten. Frau Bennett Kahn wird uns die beratet für Kantone, Bundesverwaltung im Bereich Beschaffungsprojekte.
wird uns diese Checkliste präsentieren. Geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich sehr darauf, Sie an meine Herangehensweise für die komplexe Aufgabe einer IT-Beschaffung mittels Checklisten heranführen zu dürfen. Ich darf Ihnen kurz meine Person und meine Firma vorstellen und danach komme ich auf komplexe dynamische Systeme zu sprechen und das komplexe Umfeld einer IT-Beschaffung. Danach darf ich Ihnen diese 7 Checklisten vorstellen und was es eigentlich mit diesen auf sich hat. Sie grenzen sich ganz klar ab von einem Leitfaden auf einem Handbuch, aber das werden Sie dann sehen. Und dann komme ich aber noch auf mein weiteres Projekt zu sprechen. Das ist ein Handbuch für das Projektmanagement bei IT-Projekten und den Praxistest eben dieser Checklisten. Gut. Ich habe 1992 mein Studium an der Uni Bern als Geografin abgeschlossen und ich habe danach vor allem im Umwelt- und Landschaftsschutz gearbeitet. Danach habe ich mich spezialisiert auf geografische Informationssysteme und auch zur Vertiefung dieser Fachrichtung noch ein Studium an der ETH in Gies absolviert und später ein Nachdiplom Informatik an der Uni Freiburg. Zur öffentlichen Beschaffung bin ich durch meine Tätigkeit bei der SBB, ich habe die GIS-Fachstelle geleitet, dort 4 Jahre lang gekommen. Ich durfte dort mehrere große IT-Beschaffungen durchführen und seit 6 Jahren berate ich Auftraggeber bei Bund, Kantonen, Gemeinden und Sektorenbetrieben bei der Unterstützung und bei der Umsetzung von Beschaffungsverfahren. Es handelt sich dabei um IT-Beschaffungen, aber nicht ausschließlich, es sind auch viele andere dabei. Dieses Jahr, 2016, habe ich meine Firma gegründet in Burgdorf. Ich berate und unterstütze Beschaffungsstellen bei der Umsetzung ihrer Beschaffungsvorhaben. Ich coache aber auch im Beschaffungsmanagement, dort wo es um Beschaffungspolicies geht, wenn man eigentlich erst startet mit solchen Beschaffungsvorhaben im größeren Stil. Ich übernehme IT-Projektleitungen, auch Interimsleitungen und Vertragsmanagement und ich schule und ich coache Teams. So viel Eigenwerbung darf sein. Gut, komplexe dynamische Systeme. Wir haben heute Morgen schon viel davon gehört, was eigentlich komplexe Systeme sind. Was macht diese Komplexität aus? In einem komplexen System haben wir nichtlineare Dynamiken. Diese nichtlinearen Dynamiken, die führen dazu, dass wir eigentlich gar nie den Informationsstand haben, den wir eigentlich haben sollten. Und daher entscheiden Menschen dann in solchen komplexen Systemen immer auf der Basis von lückenhaften und unvollständigen Informationen. Wir verfügen alle nur über begrenzte kognitive Fähigkeiten, seien wir ehrlich. Wir sind von Emotionen geleitet, Motivationen und wir vertreten immer irgendein Partikularinteresse. Das hindert uns natürlich in solchen Verfahren daran, manchmal objektiv zu bleiben. Was braucht es? Aus meiner Sicht braucht es die ganz konsequente Reduktion der Komplexität. Und wir müssen uns auf ein paar ganz wenige Hebel beschränken. Und auf diese gilt es sich dafür umso mehr zu konzentrieren. Das werde ich Ihnen dann mit diesen Checklisten gerne vorstellen. Jetzt aber noch schnell ein Bild, damit Sie sich von dieser unübersichtlichen Situation, die wir haben bei einer IT-Beschaffung, ein Bild machen können, so wie das bei mir eigentlich ankommt. Wir haben zuerst einmal diese Kiste. Diese Kiste, das ist unser Leistungsgegenstand, den wir in Time, in Cost und in Quality beschaffen wollen. Wir haben beschränkte Ressourcen dazu und wir haben einen Bedarf. Der Bedarf, der hat einen Auftraggeber und da taucht schon unser erstes komplexes System auf. Das ist der Auftraggeber selber. Beim Auftraggeber haben wir verschiedene weitere Bedarfsstellen. Dann haben wir ein eigenes System, das die Vergabestelle, das Beschaffungsrecht mit der Vergabepraxis, die da reinspielt in das Ganze. Wir haben Lieferanten, vielleicht einen zweiten und diese alle gehören zum Systemmarkt dazu. Und noch weitere Player, die wir vielleicht auch gar nicht kennen. Und als viertes System, das da reinspielt, ist dieses Forschung, Innovation, Entwicklung, Technologie, das auf unser Leistungsgegenstand einen Einfluss hat. Gut. Der Bedarf ist oftmals nur ein ganz, ganz kleiner Teil des eigentlichen Bedarfsträgers mit dieser Beschaffung beschäftigt. Aber vielleicht gibt es noch eine zweite Gruppe beim Auftraggeber, die eigentlich auf unser Beschaffungsgegenstand schielt und gerne etwas davon
auch etwas davon profitieren möchte. Beim Auftraggeber ist es auch immer nur eine ganz kleine Fraktion, die sich mit dieser Beschaffung explizit befasst. Der ganze Rest bleibt eigentlich bleibt für uns als Beschaffer im Dunkeln. Dieses System hat Elemente wie Organisation, Prozesse, Auftrag und so weiter, Personal. Das sind alles Elemente, die in Wechselwirkung zueinander stehen. Dasselbe haben wir beim Lieferanten. Dieser Lieferant hat zum Beispiel ein nur kleines Interesse an unserer Kiste. Ein zweiter hat ein sehr großes Interesse an unserer Beschaffung. Das ändert natürlich seinen Fokus auf das Ganze, aber wir kennen das nicht. Und auch dieser ganze Markt hat Elemente wie Angebot, Auslastung, Erfahrung, Personal und so weiter, Führungsstrukturen. Bei der Forschung ist es so, dass vielleicht auch nur ein ganz kleiner Teil des ganzen Forschungssystems sich mit unserer Kiste befasst und Einfluss nimmt. Und auch Forschung hat natürlich wieder sehr viele Elemente, die zusammenspielen. Bei der Vergabestelle ist es in der Regel auch nur ein ganz kleiner Teil, der sich wirklich um unsere Kiste kümmert. Und auch dort wieder treffen wir auf diese Elemente, die in Wechselwirkung stehen und die wir einfach viel zu wenig kennen. Und dann gibt es noch Querverbindungen. Als Bedarf werden wir uns irgendwann an der Forschung orientieren. Vielleicht hier gleich am richtigen Ort. Der Auftraggeber wird das auch tun, aber vielleicht sticht er nicht ganz ins richtige Feld und kommt mit Ideen zurück, die wir eigentlich so gar nicht umsetzen können. Dann ist es so, dass der Bedarf sich natürlich auch immer am Lieferanten orientiert. Aber an welchem? An einem Lieferanten, der von uns abhängig ist, wie dieser hier jetzt dargestellt ist. Und der Auftraggeber wird sich vielleicht fragen, ja, gibt es noch andere am Markt? Der eine Lieferant interessiert, wird sich bei der Forschung wirklich Ideen holen, ein anderer vielleicht in einem anderen Bereich. Das sind alles Dinge, die wir so nicht wissen und Informationen, die wir so nicht erhalten, bevor wir ein Beschaffungsprojekt starten. Und der Bedarf wird sich fragen, bestellen wir das Richtige und stellen wir auch wirklich die richtigen Fragen? Und der Auftraggeber, beauftragen wir die richtigen? Gibt es etwas Besseres möglicherweise? Das ist ein Einflussfaktor, den wir immer haben bei Beschaffungen. Der Lieferant wird sich fragen, gehen wir die Sache richtig an? Wollen Sie wirklich das, was wir Ihnen anbieten? Die Forschung wird versuchen, Einfluss zu nehmen. Könnte man das vielleicht verbessern? Und bei der Vergabestelle stellt sich immer wieder die Frage, wissen die, die hier bestellen oder die hier einen Bedarf anmelden, wirklich, was sie wollen? In diesem recht unübersichtlichen Umfeld geht es darum, einmal die Komplexität des Systems zu meistern. Und dazu brauchen wir diese Checklisten. Es geht auch darum, dass wir den unterschiedlichen Wissensstand der an der Beschaffung Beteiligten ausgleichen können. Und wir müssen auch versuchen, gegenteilige Interessen, wie wir sie vorhin gehört und gesehen haben, auszugleichen. Dazu alles sind diese Checklisten ein gutes Hilfsmittel. Checklisten sind aber immer nur eine Verfahrensunterstützung. Also Checklisten, so wie ich Checklisten verstehe, das sind keine Kochbücher, sind keine Handbücher. In einem Kochbuch würde stehen, wie Sie ein Omelett zubereiten, mit Zutaten, Mengen und Anleitungen, wie Sie genau rühren. In einer Checkliste steht nur drin, zum Beispiel zum Schluss, haben Sie den Herd abgedreht. Also es geht bei Checklisten darum, die wesentlichen Fehler aufzudecken und es geht darum, auf die wesentlichen Versäumnisse hinzuweisen. Also das möchte ich ganz klar betonen, dass diese Checklisten sind keine Handlungsanweisungen, sondern sie sind Hilfsmittel, die wir im Prozess brauchen. Gut, nun darf ich Ihnen diese 7 Checklisten gerne vorstellen. Sie sind alle gleich aufgebaut. Ich werde dann anhand der ersten Checkliste kurz den Aufbau noch einmal beschreiben und die Anwendung dieser Checklisten funktioniert so. In dieser vorgegebenen Reihenfolge, das sind wichtige Schritte in einem Beschaffungsprozess drin. Für jeden dieser wichtigen Schritte haben Sie eine Checkliste. Diese Checklisten, die können Sie nicht alleine anwenden. Sie brauchen weitere Hilfsmittel dazu. Die Checklisten helfen Ihnen einfach, die wichtigsten Versäumnisse zu erkennen und zu entdecken. Gut, gehen wir diese schnell durch. Erster Schritt, Sie planen das Beschaffungsprojekt. Es geht dabei um eine rückwärtsrechnende Planung vom Moment an, wo Sie die Verträge unterschreiben möchten. Schritt 2, Sie strukturieren die Beschaffung nach Märkten. Schritt 3, Sie strukturieren den ganzen Leistungsumfang nach Arbeitspaketen. 4,
Sie legen Eintrittshürden fest, also technische Spezifikationen, Eignungskriterien, Teilnahmebedingungen. 5. Sie entwickeln Bewertungssysteme und deren Kriterien. 6. Sie prüfen die Qualität der Ausschreibungsunterlagen. Und 7. Sie evaluieren die Angebote. Beginnen wir nun mit der ersten Checkliste. Darf ich Sie schnell fragen, kann man das einigermaßen lesen? Ja, geht schon. Also die Idee ist nicht, ich werde mit Ihnen jetzt nicht diese Checklisten durchgehen. Es geht auch nicht um einzelne Vorgänge. Ich möchte Ihnen die wichtigsten Hebelwirkungen der jeweiligen Checkliste erläutern. Nicht mehr und nicht weniger. Die Checklisten sind folgendermaßen aufgebaut. Sie dienen auch dem Projektleitenden oder der Projektleitenden in einem Beschaffungsprozess. Wenn Sie nun an diesen ersten Schritt herangehen, stellt sich immer eine zentrale Frage. Dann sind Vorgänge beschrieben, die Sie abarbeiten können. Es ist eine, im untersten Kasten steht der wichtigste Hebel, den Sie mit dieser Checkliste erreichen, und zu unterst noch Ergebnisse, die Sie eigentlich auf diesem Verfahrensschritt haben sollten. Gut. So sind alle aufgebaut. Beim ersten Schritt geht es darum, eine rückwärtsrechnende Planung zu machen. Sie finden das vielleicht selbstverständlich. Planung, natürlich planen wir unser Beschaffungsprojekt. Ich treffe aber einfach immer wieder auf Teams, die nicht planen. Es ist zum Teil unverständlich, weshalb das nicht geschieht. Und ich will kurz darauf eingehen, was dann die wichtigsten Hebel sind. Weshalb müssen Sie planen? Und dazu gibt es eigentlich ein paar ganz wenige Gründe. Zuerst einmal planen Sie, um herauszufinden, ob Sie überhaupt in der vorgesehenen Zeit Ihr Projekt durchbringen. Zweitens planen Sie, um das Commitment des Teams, Sie sind nie alleine unterwegs, Sie haben ein Team, um das Commitment des Teams auf Ihrer Seite zu haben. Und ich bin sogar so weit, dass ich diese Termine tagesscharf einhalte. Mir ist es extrem wichtig, dass ich dann die Ergebnisse tagesscharf auch erhalte oder sie selber auch liefere. Damit zeigen Sie Entschlossenheit. Es ist wirklich wichtig, dass Sie das durchziehen. Und der dritte Grund, weshalb Sie planen sollen, oder weshalb oftmals nicht geplant wird, oder was geschieht, nicht geplant wird, Sie werden überplant, Sie werden unterpriorisiert. Also ziehen Sie das durch. Dann die Strukturierung des Verfahrens nach Märkten. Auch hier möchte ich nur auf den Hebel eingehen. Es ist bei IT-Beschaffungen, ob Sie nun eine Standard-Software einkaufen oder in die Individualentwicklung, wenn Sie Ihre Beschaffung nicht am Markt orientieren, am bestehenden Markt, dann führt das in der Regel dazu, dass Sie keine Angebote oder verteuerte Angebote erhalten. Das heißt, das Beschaffungsteam, das muss sich wirklich gut überlegen, aus welchen Märkten beziehe ich meine Leistung. Und wenn das verschiedene Märkte sind, wie teile ich das in Lose auf? Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie innerhalb der Submissionsfrist von 40 Tagen, dass der Markt sich neu formiert, dass Partnerschaften gebildet werden oder dass altes Konkurrenzdenken über Bord geworfen wird. Davon dürfen Sie einfach nicht ausgehen. Es ist wichtig, dass Sie hier vorausdenkend, vorausschauend Lose bilden und nicht Märkte dazu zwingen, sich für ihr spezielles Beschaffungsvorhaben hier zusammenzutun. Ich habe einmal an einer Callcenter-Lösung eine ganz wichtige Lektion gelernt. Nicht immer mit dem wichtigsten Lieferanten, aber ganz sicher mit dem wirtschaftlich stabilsten müssen Sie die Verträge abschließen. Es ging dabei um eine umfassende Callcenter-Lösung und der Lieferant der Hardware und der Steuerung, der musste sich einen Subunternehmer für die GIS-Entwicklung suchen. Der hat das dann auch gemacht und der Auftraggeber, der war sich damals klar, es war zu einer Zeit, als diese GIS-Entwicklung noch am Anfang stand, das könnte große Entwicklungskosten verursachen. Dieser kleine GIS-Lieferant, der wurde dann als Subunternehmer diesem Hardware-Lieferant und Netzwerkslieferant beiseite gestellt. Und es kam so, wie es kommen musste. Wäre dieser GIS-Lieferant alleine dagestanden mit einem eigenen Vertrag, hätte er innerhalb der halben Zeit Insolvenz anmelden müssen, weil es einfach die Entwicklungskosten überstiegen hat, die er da angeboten hat. In diesem Fall aber konnte der Hardware- und der Lieferant der Steuerung für diese Verluste aufkommen und man konnte mit einer gewissen Verzögerung dann ausliefern. Also hier sieht man ganz klar, es war sehr clever, das so zu machen, und überlegen Sie sich das wirklich. Wie sehen Ihre Märkte aus und wie stabil sind die entsprechenden Lieferanten? Gut, dann komme ich eigentlich zum Herzstück zu sprechen. Auch das mutet vielleicht ein bisschen seltsam an, aber ich treffe immer wieder auf Bedarfsteams,
die sich zum Anfang eines Projekts noch gar nicht ganz klar sind, was sie eigentlich brauchen. Sie haben etwas im Fokus, sie haben ihre Geschäftsprozesse und ihre Geschäftsprozesse möchten sie gerne mit einer bestimmten Applikation unterstützen. Sie möchten Informationen und Daten erhalten und Punkt. Und dass aber jede Applikation einen Lebenszyklus hat, dass sie Schnittstellen braucht, dass sie gewartet wird, dass sie geschult wird, dass sie eingeführt werden muss, weiterentwickelt und so weiter und so fort, das ist zum Anfang immer nicht im Fokus. Und wenn Sie sich aber hinsetzen mit Ihrem Team und sagen, jetzt strukturieren wir die ganze Leistung chronologisch vom Beginn bis zum Schluss, bis zum End of Life deiner Applikation, dann wissen wir auch über die ganze Lebenszeit, was wir brauchen. Und diese Struktur, die Sie da schaffen in Arbeitspaketen, das wird dann das Herzstück Ihrer ganzen Beschaffung werden. Es lohnt sich, dies zu tun. Sie werden spätestens beim Preisblatt wieder darauf zurückkommen. Sie werden darauf zurückkommen, wenn Sie die Verträge machen müssen. Dieses Herzstück wird Ihnen die Orientierung geben für die ganze Beschaffung. Und anhand dieser Checkliste können Sie das dann auch abarbeiten und kommen zu dieser guten Strukturierung der Leistung. Die Eintrittshürden. Bei den Eintrittshürden ist es nun so, dass Sie haben sich einen Überblick verschafft über den Leistungsgegenstand, den haben Sie in Paketen strukturiert. Sie haben sich einen Überblick über den Markt verschafft, indem Sie Lose gebildet haben und diese beiden Dinge kommen hier bei den Eintrittshürden zusammen. Denn die Eintrittshürden oder Eignungskriterien und technischen Spezifikationen, die müssen zu beiden passen. Die müssen zum Markt passen, die müssen aber auch zu Ihrem Leistungsgegenstand passen. Und die Tendenz ist meistens so, dass Eignungskriterien, die Eintrittshürden zu hoch angesetzt werden. Es lohnt sich hier, das fachlich, terminlich und am Markt noch einmal sehr gut durchzudenken. Gibt es wirklich Lieferanten, die diese Kriterien erfüllen? Brauche ich wirklich alle diese Zertifikate? Und gerade bei IT-Softwareentwicklern ist es nicht so, dass oft die kreativsten und die besten IT-Entwickler Quereinsteiger sind, die über keinerlei IT-Erfahrung verfügen? Und wenn sie nun weiter und Ausbildung oder Zertifikate voraussetzen, dann schließen sie diese per se aus. Ist das dann sachgerecht? Es lohnt sich, diese Überlegungen noch einmal zu machen, wenn Sie ganz genau wissen, was Sie eigentlich brauchen. Die systemische Bewertung. Es ist wichtig, dass Sie bei der Bewertung zuerst einmal einen Schritt zurück machen und sich gut überlegen. Die meisten Beschaffungsteams sind hier viel zu kreativ. Die versuchen auch viel zu viele Zuschlagskriterien aufzustellen. Das lohnt sich in der Regel nicht. Es gibt so viele Kriterien, die dann als sogenannte Nullnummern enden, weil es für alle Anbieter ungefähr die gleiche Bewertung gibt. Es gibt so viele Kriterien, die Sie gar nicht bemessen können. Zum Beispiel, wenn Sie eine Risikoanalyse verlangen, selber aber für Ihr Projekt gar nie eine Risikoanalyse gemacht haben. Ja, an was wollen Sie es dann vergleichen? Das sind aber Beispiele, das sind keine fiktiven Beispiele, das kommt dauernd wieder vor. Das heißt, ich kann Ihnen einfach da nur die Empfehlung geben, machen Sie es einfach, machen Sie es simpel, nehmen Sie Komplexität heraus, auch hier bei der Bewertung. Ich hatte einmal einen jungen Projektleiter, der kam zu mir und hat gesagt, er möchte gerne von mir die Ausschreibungsunterlagen prüfen lassen. Und er habe eigentlich alles schon fertig gemacht und hier sei sein Anforderungskatalog und das war 26 Seiten. Und er erklärte ganz stolz, das seien jetzt seine Zuschlagskriterien, alle 26 Seiten. Und er wisse aber einfach wirklich nicht, wie er diese gewichten soll. Und er sei auch nicht ganz sicher, ob er an alles gedacht habe. Und dazu kam noch, er sagte, die meisten, das seien sowieso Muss-Kriterien. Gut. Da hat man sich natürlich überlegt, ja, was mache ich jetzt da? Ich habe mir das mal angeschaut und dann bei einer ersten Besprechung habe ich ihn gefragt, habe ich mal eine dieser Kriterien herausgepickt. Und da ging es um die unterbruchsfreie Ablösung einer Rundsteuerung. Er musste die Lösung aufzeigen für eine unterbruchsfreie Ablösung einer Rundsteuerung. Egal, was jetzt das ist. Und ich fragte ihn, ja, ist das wichtig? Und er sagte, ja, natürlich, unterbruchsfrei. Wir wollen die Lösung unterbruchsfrei. Dann habe ich ihm gesagt, ja gut, das verstehe ich, aber du bist dir bewusst, dass dieses Kriterium 0,03% in deiner ganzen Bewertung gewichtet. Also ein Anbieter, der keine Idee und keinen Plan für diese Ablösung hat, hätte problemlos einen Zuschlag bekommen.
Und so ist es bei ganz vielen diesen Bewertungssystemen, sehe ich, dass einfach übertrieben wird und dass man sich nicht überlegt und vor allem auch nicht simuliert, was geschieht eigentlich bei der Erstellung der Unterlagen, bei der Erstellung der Offerten. Gut. Konsistente Ausschreibungsunterlagen. Auch das scheint eigentlich eine Selbstverständlichkeit zu sein, aber das ist es wirklich nicht. Ich treffe auf so viele Ausschreibungsunterlagen und bei denen frage ich mich, ob das eigentlich eine Eintrittshürde ist für die Anbieter, dass sie hier zuerst einmal dieses komplizierte Konstrukt verstehen müssen. Und es schreckt auch sehr viele Anbieter ab. Ich empfehle Ihnen hier, auch mittels dieser Checklisten, noch einmal vor der Publikation das Ganze gut durchzudenken und auch einer Drittperson zu geben. Eventuell sogar ein professionelles Lektorat machen zu lassen. Und was ich gerne mache, wenn sich die Gelegenheit bietet, ich frage sogar jemand Unbeteiligten aus einem anderen Team, mach mir doch eine Offerte. Hier hast du die Unterlagen, schau dir das mal an, nimm dir eine Woche Zeit und mach mir eine Offerte. Und beim Erstellen dieser fiktiven Offerte vor der Publikation kommen so viele Fragen und so viele Fehler zutage, das ist die beste Qualitätssicherung, die Sie in diesem Schritt machen können. Dann komme ich noch zum letzten Schritt und wie Sie vielleicht gemerkt haben, sind diese Checklisten 1 bis 6 betreffen alle die Vorbereitung einer Ausschreibung. Das ist wirklich der kritische Moment. Deshalb sind die Hauptaufgaben finden da statt. Und erst zum Schluss komme ich zu der letzten Checkliste, da geht es um die Evaluation und Dokumentation. Die zentrale Frage, die sich hier stellt, werden die Angebote ausschließlich nach den aufgestellten Kriterien bewertet? Das ist etwas, was Sie als Projektleitende oder als Projektleiter sicherstellen müssen. Die meisten und die gravierendsten Fehler entstehen durch unsorgfältige Evaluation der Angebote. Viele Teams, ich weiß, es ist eine mühselige Angelegenheit, ich mache das manchmal auch nicht gerne, Angebote bewerten. Viele Teams tendieren dazu, zu Beginn sich einmal einen kurzen Überblick über alle eingegangenen Angebote zu machen und dann zwei Beigen zu machen. Nicht interessant, nicht im Fokus. Interessante Offerten. Nicht interessante Offerten werden irgendwie so kurz angeschaut, überflogen. Interessante oder aussichtsreiche Kandidaten werden detailliert angeschaut. Wenn Sie Projektleitende sind auf so etwas treffen, versuchen Sie das auf jeden Fall zu verhindern. Das Problem, das dabei entsteht, unsorgfältig evaluierte Angebote, die führen spätestens beim Debriefing zu einem großen Problem. Es ist Pflicht, dass alle Angebote sorgfältig bewertet werden. Also Sie müssen genau drei Dinge sicherstellen als Projektleitend. Erstens, werden die Kriterien und nur die Kriterien angewendet, die man aufgestellt hat? Zweitens, werden alle Angebote mit der gleichen Sorgfalt bewertet? Und drittens, werden alle Ergebnisse auch wirklich gut dokumentiert? Und wenn Sie das gemacht haben, dann werden Sie auch in einem Debriefing die nötige Sicherheit haben, um den wichtigsten Hebel des Debriefings auch wirklich in der Hand zu halten. Das geht um Vertrauensbildung und Deeskalation. Das können Sie nur, wenn Sie die nötige Sicherheit haben. Gut. So viel zu diesen Checklisten. Nun möchte ich noch kurz auf mein Projekt zu sprechen kommen, das ich in Arbeit habe. Diese Checklisten, wie ich gesagt habe, das sind keine Arbeitsanweisungen und keine detaillierten Kochbücher für Personen, die sich zum ersten Mal mit einer IT-Beschaffung beschäftigen. Sondern es sind Fachpersonen, die über Grundkenntnisse verfügen. Es ist die Anleitung von Teams, dazu können Sie sie einsetzen. Und sie stehen aber nie alleine da. Ein Handbuch, Checklisten müssen immer getestet werden. Ohne diesen Praxistest funktioniert das gar nicht. Und ich möchte Sie bitten, wenn Sie ein interessantes Projekt am Start haben, wenn Sie Interesse an diesen Checklisten haben, so schreiben Sie mich doch an, damit Sie mir bei diesem Praxistest helfen können. Es würde mich sehr interessieren, schreiben Sie mich an unter meiner E-Mail-Adresse. Ich sende Ihnen diese Checklisten zu, Sie geben mir vielleicht ein kurzes Summary über Ihr Projekt und dann geht es darum, anzuwenden, zu prüfen, anzupassen, zu kürzen, noch einmal zu vereinfachen und noch einmal zu kürzen. Und ich bin über Ihr Feedback sehr
würde ich mich sehr freuen über Ihr Feedback, damit wir auch die Wirksamkeit und die Nützlichkeit dieser Checklisten testen können. Und das würde mich in meinem Projekt für dieses Handbuch sehr voranbringen. Ich biete Ihnen auch Feedbackrunden an, wenn Sie das interessieren würde, und Einsteigerschulung oder auch Coachings. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für die Präsentation dieser Checklisten. Also ich nehme an, dass diese Checklisten nicht eine Antwort geben, ob ich freihändig beschaffe oder nicht. Die Checklisten, und das möchte ich wirklich betonen, die Checklisten sind keine Handbücher, sind auch kein Leitfaden, sind keine Sammlung von Vorgabedokumenten, von Musterdokumenten. Die Checklisten helfen Ihnen wirklich nur, im Verfahren an die wichtigsten Dinge zu denken und die wichtigsten Fehler zu vermeiden. Und der wichtigste Fehler, eine Überspezifizierung zu machen, um dann freihändig zu vergeben, das ist natürlich klar ein Fehler, den wir versuchen zu vermeiden mit diesen Checklisten. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Es scheint nicht der Fall zu sein. Also vielen Dank. Auch du, Karen, bekommst du ein Werbegeschenk vom Mövenpick für deinen Einsatz. Danke vielmals. So. Wir werden mit unserem nächsten Referent keine Märchen aus dem Orient hören. Der Referent ist nicht Simbad aus Bagdad, sondern Herr Kellin aus der Schweiz. Er wird aus 1001 Projekt, Beschaffungsprojekt, ein paar Anekdoten uns erzählen. Herr Kellin? Wunderbar. Hört man mich? Gut. Ja, als Quotenmann habe ich wieder mal den letzten Slot erhalten hier. Damit es nicht ganz so langweilig wird, versuche ich ein paar Geschichten zu erzählen. Also nicht im Sinn von Märchentante, aber Geschichten. Und ich habe mir den Konferenzslogan zur Brust genommen. Schlanke und flexible Beschaffung. Ja, klar, logisch. Wer möchte das nicht? Oder gibt es irgendjemand in diesem Raum, der fette, aufgeblasene, komplizierte und unflexible Beschaffungen möchte? Hand hoch. Keinen. Also eigentlich gibt es einen hier drin, der müsste das bevorzugen, nämlich mich. Weil unsere Firma CSK Management berät und begleitet Anbieter bei Ausschreibungsfragen. Und je komplizierter und schwieriger und komplexer das die sind, desto besser können wir natürlich helfen. Und aus dieser Erfahrung raus haben wir natürlich auch extrem viele Ausschreibungen live miterlebt als auf der Anbieterseite. Also von den wirklich klaren, sauber strukturierten, eindeutigen Ausschreibungen bis zu den, na sagen wir mal, wettbewerbsverhinderten Ausschreiben, die weitgehend sinnfrei sind. Haben wir alles schon erlebt. Und weil wir das eben sehr intensiv miterleben mit unseren Kunden, sind wir auch in der Lage heutzutage auch die Beschaffungsorgane entsprechend zu beraten, weil wir wissen, wie die Anbieterseite diese Ausschreibungen wahrnimmt und was die daraus machen. So, jetzt eben diese schlanken und flexiblen Beschaffungen. Wunderschön. Ich glaube, das Ziel ist ja für uns alle doch, möglichst schlank und flexibel zu sein. Nun, die Realität sieht leider etwas anders aus. Warum ist das so? Nun, wir reden von IT. Und IT ist naturgemäß kompliziert. Und ich sage ganz bewusst nicht komplex. Komplex sagt man immer dann, wenn man es im Griff hat. Und kompliziert sagt man, wenn man es nicht so im Griff hat. Und darum sage ich jetzt kompliziert. Wenn wir von Dingen sprechen wie ein Personalmanagementsystem für den Bund oder ein Führungsinformationssystem für die Armee oder ein Sicherheitskonzept für die IT von einem Kanton, dann sind das halt einfach komplexe, große Dinge und naturgemäß nicht schlank. Und das ist ein Grund, warum IT-Beschaffungen normalerweise eben nicht so schlank sind. Das zweite Thema ist, IT ist teuer. All diese Projekte, die sind naturgemäß nicht aus der Portokasse zu bezahlen,
sind aufwendig, weil sie kompliziert sind. Und darum ist auch das politische Auge und das öffentliche Auge ist da sehr, sehr stark und beobachtet diese Beschaffungen halt sehr genau. Und wenn es dann schief geht, dann ist der Aufschrei groß. Aber das ist nicht nur bei den öffentlichen Beschaffungen so, das ist auch bei den privaten Beschaffungen so. Also wenn zum Beispiel ein großer Konzern, sei das eine große Bank oder eine Nestle oder was auch immer, wenn die große IT-Beschaffungen haben, auch dort ist der Preis und das Thema Kosten natürlich sehr stark im Fokus. Also da ist sicher schon mal ein großer Kostenpunkt da. Und das ist natürlich der Unterschied zu Commodity-Beschaffungen, zu einfachen Beschaffungen. Also wenn Sie beispielsweise ein Beschaffungsprojekt für Büroklammern an die Wand fahren, da wird nichts passieren. Oder Bleistifte, kein Problem. Und das dritte Thema nach all diesen Skandalen und auch Skandälchen mit Insieme und anders, ist der Aufschrei nach Transparenz und nach Fairness und nach Markt natürlich relativ groß. Und das ist auch verständlich, weil in diesen einzelnen Projekten, wo wir es immer wieder in der Presse lesen konnten, dort ist viel Geld an die Wand gefahren worden, klar. Nichtsdestotrotz laufen viele Beschaffungsprojekte auch gut ab. Aber was der Effekt ist, dass eben dieser Schrei nach Transparenz dazu führt, dass man quasi jede freihändige Vergabe oder jede selektive Vergabe schon verteufelt. Und da muss ich sagen, das stört mich. Natürlich gibt es Vergaben, die freihändig gemacht wurden, die nicht in Ordnung waren. Und als Anbieter ist es natürlich sehr störend, wenn es etwas gibt, wo ich sage, das kann ich, das könnte ich sogar gut. Oder vielleicht könnte ich sogar besser, als der es am Schluss gekriegt hat. Und ich wurde sogar von diesem Verfahren ausgeschlossen. Das ist ärgerlich. Was wir aber auch wissen müssen, es gibt x Ausschreibungen, die besser freihändig vergeben worden wären. Weil nämlich von Anfang an völlig klar war, wer es kriegt. Und trotzdem haben sich x Anbieter die Mühe gemacht, viel Zeit investiert und viel Geld investiert, um ein Angebot zu machen. Und die Beschaffungsorgane haben den Aufwand gehabt, diese Angebote zu analysieren und am Schluss das Ergebnis so zu drehen, dass eben der es kriegen sollte, auch kriegt. Auch das ist Geldverschwendung. Und zwar nicht nur auf der Einkaufsseite, auf der Beschaffungsseite, sondern es ist auch Geldverschwendung auf der Anbieterseite. Natürlich finden wir das nicht in den Bundesfinanzen, aber das ist auch volkswirtschaftliches Geld, was da verschleudert wird. Also drum finde ich diesen etwas pauschalen Angriff auf freihändige Vergaben, finde ich falsch. So. Zurück zu dieser Geschichte. Wir finden also grundsätzlich, die Komplexität nimmt aufgrund der IT immer zu. IT-Projekte werden komplexer. Es ist alles vernetzt. Die Ausschreibungsrahmenbedingungen, die Gesetze, die Gesetzbücher werden immer dicker, nicht schlanker. Die internen Richtlinien bei Beschaffungsorganisationen, sei das staatlich oder auch privatwirtschaftlich, die werden auch immer dicker, auch nicht schlanker. Und die Ausschreibungen, das kann ich wirklich bezeugen in den letzten 15 Jahren, die Ausschreibungsunterlagen werden auch dicker und nicht schlanker. Und gerade weil diese Tendenz so stark ist, finde ich auch diesen Konferenztitel wirklich gut. Wir müssen dem irgendwo ein bisschen Gegensteuer geben. Und zwar nicht, indem wir in Zukunft die schlankste aller Beschaffungen forcieren, indem wir sagen, wir machen alles freihändig, wir machen alles nach Aufwand. Das ist nicht die Idee. Und ist auch nicht meine Idee, obwohl ich von komplizierten Ausschreibungen besser lebe. Trotzdem ist es mir ein Anliegen, diesen Prozess, in dem ich eben sehr stark involviert bin, möglichst einfach, möglichst angenehm, möglichst schlank zu gestalten. Und jetzt gibt es zwei Einflussbereiche. Das eine sind die Dinge, die Sie und ich wenig beeinflussen können. Das sind die gesetzlichen Grundlagen, das sind die internen Richtlinien. Da können Sie und ich in den meisten Fällen nicht allzu viel Einfluss nehmen. Aber in der konkreten Ausgestaltung des Ausschreibungsprozesses und in der konkreten Art, wie ich als Anbieter auf Ausschreibungen reagiere, da kann ich sehr viel machen. Und wir müssen leider feststellen, dass heute in der generellen wirtschaftlichen Welt die Tendenz da ist, alle Probleme mit Prozessen zu lösen. Mit Prozessen, mit Regeln, mit Vorgaben. Das löst gewisse Probleme, ja, aber gewisse Probleme auch nicht. Und genau diese Probleme, die es eben nicht löst, sind die Probleme, die wir mit unserem Kopf, mit unserem Verhalten lösen müssen. Und ich möchte Ihnen mit meinen Geschichten, die ich Ihnen jetzt gleich erzähle, ein paar Beispiele bringen, wie man denselben Ausschreibungsprozess und denselben Rahmenbedingungen vielleicht etwas anders gestalten kann. Und ich versuche aus jeder Geschichte, die ich Ihnen erzähle, eine kleine Erkenntnis zu generieren, entweder für den Anbieter oder für das Beschaffungsorgan.
So, die erste Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, ist eine Geschichte, die ist mir vor einem Jahr passiert. Staatliche Institution, ich sage nicht wer, macht große Ausschreibung, Bereich IT. Und es gab einen Satz in dieser Ausschreibung, den ich schon so oft gelesen habe, in der oder anderen Form. Legen Sie die 5 Geschäftsberichte der letzten 5 Jahre bei. Dann, wenn man das so liest, dann hat man so im Kopf so diesen Kopffilm, Kopfkino. Ah, okay, der, der die Ausschreibung kriegt, der macht schnell eine E-Mail an die Marcom-Abteilung, an die Marketing-Abteilung, schick mir doch 5 Jahresberichte. Und dann lege ich das bei und die Sache ist gegessen. Dem ist leider nicht so. Weil die erste Frage, die ich mir als Anbieter nämlich stelle, ist, welchen Geschäftsbericht? Ja, den von der Division, die das betrifft in der Schweiz, oder die Division global, oder die Schweizer Niederlassung gesamt, oder überhaupt der ganze Konzern. Ja, welcher Jahresbericht ist gemeint? Gut, in dem Fall haben wir eine Frage abgesetzt und gesagt, gehen wir richtig in der Annahme, dass, und das war eben die etwas gescheitere Formulierung, als ein anderer Anbieter das gewählt hat, indem man gesagt, sind wir richtig in der Annahme, dass wir die 5 Jahresberichte der Schweizer Niederlassung beilegen müssen. Ein anderer hat leider eine andere Frage gestellt, die hörte sich dann etwa so an. Welche Geschäftsberichte meinen Sie? Meinen Sie von der Division oder global alle Unterlieferanten? Dummerweise war die Antwort, ja, alle. Jetzt unser Anbieter, den ich unterstützt hatte, das war ein Konsortium von 3 Firmen, war eine große Sache. Und die eine Firma ist entstanden aus einer Fusion aus 2 weiteren Firmen. Das heißt, wir haben 5 Jahre, 3 Konsortiummitglieder, gibt schon mal 3 mal 5, 15 Jahresberichte. Und weil die ersten zwei Jahre 2 andere waren, kamen noch mal 2 dazu. Jetzt mussten aber noch die Lieferanten dazu. Wir hatten 3 Lieferanten, also noch mal 15 Jahresberichte. Da hatten wir schon 18 plus 15, 33 Jahresberichte. Jetzt gab es aber noch einen zweiten Satz in dieser Ausschreibung. Bitte liefern Sie uns 3 Papierkopien. Wir haben also rund 100 Jahresberichte abliefern müssen. Muss Kriterium, sonst wären wir draußen gewesen. Mit diesem einen Satz, 100 Jahresberichte, im Schnitt 50 Seiten, also ungefähr 5000 Seiten Papier. Mit einem Satz. Das zeigt mir doch sehr genau, dass ich als ausschreibende Partei mir sehr genau überlegen muss, was passiert auf der anderen Seite. Das ist die Erkenntnis für die Beschaffungsorgane. Die Erkenntnis für die Anbieter ist, ich sollte mir sehr genau überlegen, wie ich meine Fragen formuliere. Gut. Geschichte Nummer 2. Und dazu brauche ich jetzt dieses Teil hier. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ist es schon umgeschaltet? Wunderbar. Es gibt eine große Firma, die nenne ich jetzt einfach mal Monster Co. So. Und die haben eine sehr kleine, sehr spezialisierte Abteilung. Und die hatten Beratungsbedarf und Sie merken, ich halte das jetzt sehr anonym, weil dort oben steht eine Kamera, die mich jetzt filmt. Nachher ist das auf dem Internet, ich muss da sehr vorsichtig sein. Die hat einen sehr, sehr spezifischen Beratungsbedarf. Und da gibt es eine Beratungsfirma B, die konnte genau diesen Beratungsbedarf extrem gut abdecken. Und das war so spezialisiert, dass es eigentlich praktisch keine Konkurrenz im deutschsprachigen Raum gibt. So, jetzt hat man miteinander gesprochen und man hat gesagt, okay, dieses Problem, diese ganze Lösung, die man da entwickeln müsste, das müsste etwa so ablaufen. Ein Beratungsprojekt müsste etwa so ablaufen. Das war ziemlich viel Arbeit, das waren einige 100 Seiten Dokumentation, die da gemeinsam erarbeitet wurde, bevor überhaupt ein Projekt gestartet wurde. Also B hat ziemlich viel Vorleistung gezeigt. Und dann hieß es, okay, wir machen was jetzt. Und dann wollte der auf B-Seite verkaufen wollte, gesagt, so, was machen wir jetzt? Können wir anbieten. Was sagt Monster Co? Nö, geht nicht. Wir können euch nicht beauftragen. Warum? Monster Co. hatte um diesen Beraterwildwuchs, von dem Sie sicher auch schon gehört haben, beschlossen, sämtliche Beratungsaufträge auf 20 Beratungsfirmen zu reduzieren und denen Rahmenverträge zu geben. Es gab also 20 Rahmenverträge mit verschiedensten
meist relativ großen Beratungsfirmen. So. So. Also konnten wir keinen Auftrag direkt für diese Firma aufsetzen. Was musste gemacht werden? B musste also einen Vertrag mit einem dieser Firmen machen, damit die dann schlussendlich den Vertrag mit Monsterco machen konnten. Selbstverständlich machen diese anderen Firmen das nicht gratis. Die sagen einfach, schön, machen wir gerne, 15%. Gut. Also hat sich B mit einem dieser 20 Firmen geeinigt, auf ein Modell, wie viel Prozent das da abgezwackt wird, und dann hat man angeboten. Inzwischen hat sich der Scope aber ein bisschen verändert. Es wurde eine bestimmte Größe erreicht, wo die internen Richtlinien von Monsterco gesagt haben, okay, das müssen wir ausschreiben innerhalb dieser 20 Beraterfirmen. Also wird eine Ausschreibung gemacht. Und tatsächlich haben sich 4 dieser Beraterfirmen gemeldet. Es war ziemlich eindeutig, dass B das besser konnte als diese 4. Und darum hat man schlussendlich auch den Auftrag an B vergeben. Worauf eine der 4 Firmen gesagt hat, glauben wir nicht, wir wollen die Auswertung sehen. Nun, wer hat die Auswertung gemacht? B. Jetzt sehen Sie, warum ich keine Namen nenne. B hat also die Auswertung gemacht und am Schluss hat B dann auch den Zuschlag bekommen. Jetzt war noch ein anderes Hindernis, nämlich das, dass diese anderen Firmen, über die es ja dann immer noch lief, es lief ja dann über diese eine, einfach ein Dreiecksverhältnis, die hatten einen Rahmenvertrag mit Tagessätzen, zu denen B schlicht nicht arbeiten wollte. Was war das Resultat? Man hat einen Werkvertrag aufgesetzt. Nun, bei einem Beratungsprojekt einen Werkvertrag aufzusetzen, ist so viel wie das Beratungsresultat vorwegzunehmen. Geht ja nicht. Was hat man gemacht? Man hat die Anzahl Seiten PowerPoint definiert. So. Und so kam dieses Projekt zustande. Der Aufwand, der in diese ganze Geschichte mit Ausschreibung, mit Auswertung, mit Umwandlung in einen sinnfreien Werkvertrag, all diese Geschichten, das ist so sinnfrei, das hat extrem viel Geld gekostet. Und wir reden nicht von einem 5-Millionen-Projekt, wo man sagen kann, okay, das geht in die Portokasse. Das hat ziemlich viel Geld gekostet. Völlig unsinnig. Aber das ist ein Fall, der, so lustig er jetzt klingt, in der einen oder anderen Abwandlungsform immer wieder vorkommt. Und was lerne ich als Anbieter daraus? Was könnte das Learning sein? Gute Kundenbeziehung, weil ohne Kundenbeziehung wäre das nicht möglich gewesen. Kundenbeziehung ist nach wie vor das A und O. Und aus Anbietersicht, für mich, heißt das, aus Beschaffungssicht heißt das, Regeln sind gut, aber es gibt irgendwo ein Optimum an Regeldichte. Und hier war es eindeutig überschritten. Und wir haben, das ist, glaube ich, ein bisschen ein Thema im deutschsprachigen Raum. Wir sind so ein bisschen regelsüchtig. Jedes Problem wollen wir mit Regeln und mit Gesetzen lösen. Das geht nicht. Weil das deckt dann vielleicht 80% der Fälle ab, aber 20% haben wir dann mehr Probleme. Kann es auch nicht sein. Gut. Das dritte Thema ist ein Thema, was ich nicht aus meiner eigenen Erfahrung berichte. Ich weiß nicht, vielleicht hat sogar den einen oder anderen im Raum, der dort mit beteiligt war, war in der Zeitung zu lesen. Vor ein paar Jahren, glaube ich 3 oder 4 Jahren, hat der Bund 40.000 Bildschirme bestellt, also beschaffen wollen. Größe 22 Zoll. Nun, einer der prädestinierten Anbieter ist natürlich Hewlett-Packard. Die haben auch angeboten. Und scheinbar, was man so hört, waren die auch preislich mit Abstand der günstigste, haben den Zuschlag aber nicht erhalten. Noch viel schlimmer, sie wurden vom Verfahren ausgeschlossen. Warum? Weil sie streng genommen nicht 22 Zoll Monitore angeboten haben, sondern 22,4 Zoll Monitore. Es waren 22 Zoll gefragt, nicht 22,4. Wenn man weiß, dass diese Messung ziemlich unterschiedlich gemacht wird, je nachdem, in welche Ecke dass man da jetzt da reingeht, ist das völlig sinnfrei. Tatsache ist aber, HP wurde ausgeschlossen. Auch hier wieder eine Überregulierung, die keinen Sinn macht. Für HP hätte das Learning sein können, wobei da muss ich wirklich sagen, das ist die hohe Kunst, sowas zu erkennen. Wenn eine Anfrage kommt, was ist damit gemeint?
Ich hatte einen anderen Fall, da ging es um Kopiermaschinen. Da war die Kopiergeschwindigkeit gefragt. Und das war eines der wesentlichen Kriterien. Und Kopiergeschwindigkeit ist immer ein heißes Ding, weil da gibt es verschiedene Messmethoden. Und die kann man nicht einfach umrechnen. Und je nach Art der Messung, also misst man jetzt da komplexe Dokumente, lange Dokumente oder misst man einfach einfache Textseiten A4, gibt es sehr unterschiedliche Resultate und die einen Kopierer sind da sehr viel schneller und die anderen sind da sehr viel langsamer. Bei der einen Messung, bei der anderen Messung ist es umgekehrt. Und dann war die Anfrage nach DIN. Mein Kunde hatte nach BMI gemessen. Nicht vergleichbar. Das macht es dann eben schon sehr schwierig. Also die Quintessenz daraus, also einfache Dinge wie Geschwindigkeit von Kopierern können hintendran sehr viel Komplexität auslösen. Alles andere als schlank. Also auch da wieder dieses Thema. Und auch da wäre es wieder möglich gewesen, eventuell mit Fragen die Sache aus dem Weg zu räumen. Ein weiteres Kriterium, ein verbreitetes Kriterium, gerade bei Projektgeschäft, sind ja die beliebten Referenzen. Anbieter lieben Referenzen. Und auch das haben Sie in der Zeitung gelesen, da war ich am Rand beteiligt. Chennery-Basistunnel, der Innenausbau, also alles das da an Leitungen und Kommunikationsverbindungen und Signalanlagen und all diese Geschichten, die da in so einem Tunnel drin sind, das ist ziemlich viel. Das wurde ausgeschrieben, es wurden zwei Lose ausgeschrieben, zusammen irgendwie 200 Millionen, so die Größenordnung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und unter anderem wurde gefragt, zwei Referenzen für Planung und Implementation. Nun, in dieser Branche ist es relativ unüblich, dass jemand Planung und Implementation zusammen macht. Typischerweise wird die Planung an einen vergeben und die Implementation an jemand anderes. Ganz einfach aus dem Grund, weil wenn jemand die Planung und die Implementation bekommt, dann plant er natürlich viel, damit er viel implementieren kann. Dann wird das getrennt, typischerweise. So, also hat man zwei Referenzen angegeben für Planung und zwei Referenzen für Planung. Der Zuschlag wurde erteilt und eine Partei hat geklagt, hat Einsprache eingegeben. So wie das zu interpretieren sei, müssten das zwei Referenzen sein für Planung und Implementierung in derselben Referenz. Das Verwaltungsgericht hat denen in der ersten Lesung sogar Recht gegeben. Das Brisante war eigentlich, dass der die Einsprache gemacht hatte, das selber auch nicht erfüllen konnte. So am Schluss lief es dann doch wieder so, dass man gesagt hat, okay, es ist okay, es geht nicht wirklich anders. Aber das hat potenziell hätte das mehrere hundert Millionen Franken kosten können, weil das hat das Projekt natürlich zeitlich sehr stark gefährdet. Und dass das NERD-Projekt nicht billig ist, das wissen wir. Also auch da wieder, wenn ich Anforderungen definiere, was heißt das genau? Das kann ich wiederum nicht in einen Prozess abbilden, geht nicht. Kann ich auch nicht in einer Checkliste abbilden, geht nicht. Die Basics vom Prozess, die kann ich abbilden. Und es scheint mir manchmal auch so, dass gewisse Einkäufer auch das nicht zur Verfügung hatten. Andere wiederum können es sehr gut. Also es geht sehr oft ums Detail. Das nächste Beispiel betrifft mehr so die privatwirtschaftliche Beschaffung, weil es um das Thema Verhandlung geht. Weil je nach öffentlicher Art kann ich ja nicht verhandeln. Ich habe vor einigen Jahren den Anruf von einem großen IT-Unternehmen bekommen. Sie würden gerne mit mir einen Workshop machen, um das Bid-Management-Setup, also die organisatorische Ausgestaltung des Angebotswesens, zu bearbeiten und daraus eine Strategie abzuleiten. Ich sage, gut, machen wir. Habe eine Offerte geschickt und der Linienmanager, der verantwortlich war, hat gesagt, so, Herr Kerling, passt, machen wir. Sie kriegen dann aber noch einen Anruf vom Einkauf. Okay. Und tatsächlich, wir hatten ausgemacht, an einem Mittwoch machen wir diesen Workshop, war alles schon geplant, Agenda war da, Zeitpunkt, Leute eingeladen, drum und dran. Am Dienstagvormittag kriege ich den Anruf vom Einkauf. Hallo Herr Kerling, ich bin vom Einkauf. Gut. Sie haben uns ein Angebot geschickt. Vielen Dank. Wir sollten verhandeln. Ich fand, nö, steht alles. Wir müssen nicht verhandeln. Und er sagt, ja, da haben Sie schon recht, Herr Kerling, sagt er. Aber wenn Sie bezahlt werden möchten, sollten Sie vielleicht doch mit mir reden. Und da waren wir in diesem Deadlock. Ich war der Meinung, es war verkauft, es war alles gesettelt, also es war alles klar, dass wir das machen.
Aber ich hatte noch keinen schriftlichen Vertrag. Und der hat gesagt, okay, kein schriftlicher Vertrag, ist noch gar nichts da. Also wir haben lange hin und her diskutiert. Ich habe irgendwie da noch einen halben Euro, es war in Deutschland, und dort noch einen halben Euro Rabatt gegeben. Das war ihm natürlich nicht genug. Und plötzlich sagte er etwas, ja, aber Sie, wir haben ja noch nie mit Ihnen zusammengearbeitet. Okay, ja, stimmt. Das ist ein Risiko für uns. Ich sage, ja, gigantisch. Und dann sagt er, das ist ein Risiko für uns. Wir müssen ein Kennenlernangebot haben. Wobei ich stinkfrech gesagt habe, oh, das ist eins. Normalerweise verlangen wir 300 Euro mehr pro Tag. Aha, sagt er. Das ist aber nicht ersichtlich. Also, mache ich ersichtlich, kein Problem. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe dasselbe Angebot nochmal geschickt. 300 Euro teurer, minus 300 Euro Kennenlernrabatt, selber Preis. Was ist passiert? Er konnte zurückgehen zu seinem Chef und sagen, guck mal, ich habe die 300 Euro runtergehandelt. Ich kriege meinen Bonus. Spannend war natürlich, dass wir dort noch 2, 3 weitere Projekte gemacht haben, ohne Kennenlernangebot. Das heißt, de facto hatte der Einkäufer den Preis hochgedrückt für den zweiten und dritten Einsatz. Das kann es natürlich nicht sein. Aber das war halt auch die Regelstruktur, den Rabatt, der ihn herausholt, der gibt ihm Geld. Bonus. Und je nachdem, was ich jetzt für ein Konstrukt habe, ist es für mich als Anbieter eben richtig zu wissen, wie sieht es denn auf der Beschaffungsseite aus? Wie sind die incentiviert? Was haben die für Interessen? Und das Interesse dieses Einkäufers war es ganz offensichtlich, einen Rabatt rauszuschlagen, egal auf welchem Niveau. Und für Beschaffungsorgane sollte natürlich der Prozess einigermaßen so sein, dass eben sowas nicht passiert. So. Weiteres Beispiel habe ich letztes Jahr schon in meinem Vortrag erwähnt. Weiteres IT-Umfeld, Ausschreibung, 540 Muss-Kriterien. Das waren irgendwie 16 Kategorien, die es da gab. War eine höhere zweistellige Millionengeschichte. Und in jeder Teilkategorie von diesem Projekt gab es rund 40, 50 Muss-Kriterien. Technische Spezifikationen, die man erfüllen musste. Der Challenge ist natürlich, als Anbieter, man weiß, 540 Kriterien, ein oder zwei werden nicht passen. Aber 538 oder wie viel passen. Man weiß aber auch, der Konkurrenz geht es nicht besser. Jetzt beißt man aber nicht die Hand, die einen füttert. Also eigentlich verfahrenstechnisch wäre das einzig Richtige, wäre eine Rüge zu sagen, okay, diese Ausschreibung, da ist was nicht gut gelaufen, 540, das kann niemand erfüllen. Aber eben, man macht es nicht, natürlich nicht. Das heißt, man muss schlussendlich irgendwie auf Biegen und Brechen diese Anforderungen erfüllen. Und das ist sehr unschön, wenn man eigentlich de facto lügen muss. Und wir wussten, die anderen müssen es auch machen. Man kommt nicht drum rum. Und das ist sehr schade, weil es ist unmoral, es ist unschön, es ist unanständig, aber man wird dazu gezwungen. Ja, am Schluss haben wir es gemacht. Das Resultat lasse ich jetzt offen. Aber Fakt ist, was ich daraus lerne, ist, für die Beschaffungsseite zu viele Muss-Kriterien ist immer gefährlich. Einerseits schnüre ich das Korsett so eng, dass man sich nicht mehr differenzieren kann. Das ist ein Riesenproblem. Und dann läuft es dann wirklich nur noch über den Preis und nicht mehr über die Qualität. Und das andere Problem ist halt, wenn man nicht genau weiß, dass die das auch erfüllen können, mache ich eben lieber ein Zuschlagskriterium und vergebe ein paar Punkte. Von mir aus mal viel Punkte, wenn es wichtig ist, als dass ich alles als Muss-Kriterium definiere. Im Vortrag vorher ist das auch rausgekommen, dass es Projekte gibt, wo einfach viel zu viele Muss-Kriterien drin sind. Also möglichst wenig Muss-Kriterien. So, noch ein Beispiel. Sehr oft stelle ich fest, dass viele technische Kriterien, Spezifikationen erstellt werden und der eigentliche Sinn der Beschaffung geht irgendwie verloren. Das Beispiel war folgendes: Wir haben ein Unternehmen beraten, was Reinraumklimaanlagen herstellt. Das sind ganz spezielle Klimaanlagen, zum Beispiel für eine Fabrik, die Chips produziert, so Infineon oder so, wo die Raumtemperatur immer absolut konstant sein muss, wo die
die Luft extrem sauber sein muss, keine Fremdpartikel drin, die Feuchtigkeit muss extrem gleich sein, damit man diese heiklen Elemente wie Chips eben auch produzieren kann. Und so eine Reinraumklimaanlage ist extrem komplex und teuer, kostet locker mal 1-2 Millionen. Mein Kunde war eine deutsche Firma und die haben gesagt, wir haben ein Problem. Es gibt Koreaner, die sind einfach 20% günstiger. Und das ist etwa dasselbe. Und die Spezifikationen waren klar. So und so viel Temperaturfenster, so und so viel Partikel in der Luft und all diese Geschichten. Und dann haben wir aber zum Glück, und das war zum Glück keine öffentliche Ausschreibung, einen Business Case ausrechnen können. Weil es gab einen wesentlichen Unterschied. Bei der Klimaanlage von meinem Kunden, also diesem Anbieter, mussten die Filter alle 2 Jahre gewechselt werden. Bei der koreanischen Konkurrenz nur 1 Jahr. Das klingt nach keiner großen Geschichte. Zum Filterwechseln müssen Sie das Ding aber abstellen. Wenn Sie die Klimaanlage abstellen, müssen Sie die ganze Fabrik abstellen. Das heißt, ein Klimafilterwechsel kostet locker mal 500.000 oder mehr. Das heißt, wir haben den Business Case ausgerechnet und gesagt, okay, andere Hersteller jedes Jahr, wir nur alle 2 Jahre, einmal weniger Fabrik abstellen, das und das sind die Risiken, die dabei entstehen, das und das sind die Einsparungen. Wir haben den Deal gekriegt. Logisch, es ging keine 2 Jahre und dann konnte die Konkurrenz auch den jährlichen Filterwechselmodus anbieten, aber diese 2-3 Jahre hatten wir den Case eigentlich für uns und konnten so erfolgreich anbieten. Aber das war eine ganz wichtige Geschichte für den Endkunden, in dem Fall eben Infineon. Total Cost of Ownership ging in dieser Ausschreibung komplett verloren. Das eigentliche Ding, worum es ging, waren 2 Dinge. Das eine, dass eben die Luft entsprechend, das Klima entsprechend stimmte und das andere eben, dass die Total Cost of Ownership eben die richtige ist und nicht das Investment. So, damit komme ich zum allerletzten Beispiel. Bisschen anders gelagert. Ich habe eine Ausschreibung begleitet, da ging es darum, ein Portal zu bauen. Auch IT. Und die URL, also die Webadresse dieses Portals, war noch nicht festgelegt. Und darum haben wir im Dokument einen Platzhalter gemacht. Und das war dann halt www.xxx.com und haben vergessen, das zu ersetzen. Und Sie können sich vorstellen, was www.xxx.com für eine Seite ist. Und das haben wir dann im Debriefing fest um die Ohren gewackelt bekommen. War ein Schönheitsfehler, überhaupt kein Thema. War nicht entscheidend, aber schlussendlich die Erkenntnis für mich war, Ausschreibungen können auch mal ganz lustig sein. So, komme ich zu meinem Fazit. Das sind die Details, die die gute Ausschreibung ausmachen. Und diese Details kriege ich nur hin, wenn ich Erfahrung habe, wenn ich ausgebildete Leute habe, die das wirklich können. Das hat nichts mit Prozessen zu tun. Prozesse sind auch wichtig. Ich sage nicht, dass es die nicht geben muss. Aber wichtig ist, dass die richtigen Leute sich die entsprechende Zeit nehmen und ihre Erfahrung einbringen. Das ist auf Anbieterseite so, das ist aber auch auf Beschaffungsseite so. Und deshalb gehen meine Aufrufe ziemlich genau in dieselbe Richtung wie der dritte Vortrag heute Morgen. Es geht um Selbstverantwortung, es geht darum, um gesunden Menschenverstand und am Schluss geht es darum, den besten Anbieter auszusuchen und nicht einen Prozess zu gewinnen. Ich freue mich auf viele gute Ausschreibungen. Vielen Dank. Dankeschön, Chris. Gibt es Fragen im Saal wieder? Scheint nicht der Fall zu sein. Sonst bin ich nachher noch zur Verfügung. Ja, genau, es gibt nachher Mittagessen, Networking. Aber ich hätte trotzdem eine Aussage. Also Social Medien sind sehr schnell. Ich habe vorher die Aussage getwittert, jede freihändige Vergabe ist, also fast alle sind richtig, was natürlich in Twitter ein Ausruf von Stürmer Company gegeben hat. Er sagt, nein, das ist keine Transparenz und wir bekämpfen die No-Transparenz, weil sonst funktioniert der Markt nicht und. Haben Sie Informationen, also, die auch irgendwie ein Skandal sein könnte? Nein, überhaupt nicht. Aber ich finde, freihändige Vergaben können sehr wohl transparent sein. Wenn ich mich transparent mache, warum ich diesen einen einzigen Anbieter überhaupt eingeladen habe.
Und es gibt sehr wohl Fälle. Also ich weiß zum Beispiel von einem ganz konkreten Projekt gerade kürzlich, da ging es um das Thema Bitcoin, Blockchain. Und da gibt es nun einfach sehr, sehr wenig wirkliche Experten. Und da hat eine öffentliche Vergabestelle einen Berater, der wirklich spezialisiert ist. Und die haben 4 Leute und das sind wirklich Freaks in dem Thema. Ein Thema, wo ich jetzt gar nichts verstehe. Die haben die Beauftragten, die haben den Job ohne Probleme bekommen. Und dort, finde ich, wäre alles andere als eine freihändige Vergabe schlicht und einfach verschwendetes Geld gewesen. Dankeschön für diese Antwort, die ich twittern werde. Gut. Alles klar. Patrick Aschimann, Chefredakteur vom Kommunalmagazin. Ich habe eben getwittert, aber ich habe redlich getwittert, der pauschale Angriff auf die freihändigen Ausschreibungen sei falsch, hätten Sie gesagt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also es gibt sehr wohl freihändige Ausschreibungen, die nicht gerechtfertigt sind. Und das sind natürlich die, wo man sich dann stört und wo dann auch die Presse entsprechend richtigerweise reagiert. Aber einfach dieser pauschale Angriff, den finde ich falsch. Ich habe vergessen, vorher zu fragen, ob Journalisten im Saal sind. Aber ich finde auch, es gibt Ausschreibungen, die wirklich eine Alibi-Ausschreibung ist. Und das sollte man auch vermeiden. Man sollte eben diese Transparente aber genau geben. Warum wir wollen diese freihändige Ausschreibung machen und nicht irgendwelche offene oder selektive Verfahren, die Unmenge Geld kostet und am Schluss wussten wir, dass nur eine das bekommt. Also ganz konkret, ich darf jetzt keine Namen nennen, aber ich könnte locker 20, 30 Ausschreibungen aufzählen, wo von Anfang an klar war, wer es kriegt. Und das war dann auch so. Also wenn Sie wollen, der /IT-Beschaffung alles zusammengeschrieben für Twitter, ja, Sie können dort futtern. Also in Erweiterung dieser Aussage von den freihändigen Vergaben, auch dieser Pauschalvorwurf, bin ich sehr gespannt auf den Nachmittag, auf das Thema am Nachmittag, weil manchmal finde ich da ein bisschen, wie sagt man so schön, man schlägt den Sack und meint den Esel oder geht es umgekehrt. Also man haut dann aufs Beschaffungsrecht und auf den Vergabeprozess drauf und eigentlich müsste man vielleicht eben halt auch mal wettbewerbsrechtlich hinschauen. Also in einem Markt, der halt zum Teil nicht durchlässig ist, kann dann auch nicht das Beschaffungsrecht eine Durchlässigkeit simulieren und dann kommen eben diese Pseudo-Ausschreibungen zustande und da bin ich eigentlich sehr gespannt, was heute Nachmittag da diese Referate und Diskussionen bringen. Ja, ich auch. Danke. Ja, somit, wenn keine Bemerkungen oder Fragen gibt, dann... Also etwas brennt mir auf der Zunge. Ja, bitteschön. Also ich höre ja immer wieder von Anbietern die Aussage, ja, da wurden wir gar nicht zugelassen, wir hätten das auch können. Natürlich ist das aus Anbietersicht ist das frustrierend, völlig klar. Nun muss man einfach mal die Situation sehen. Da gibt es eine Organisation, die einen Bedarf hat und die aus was für Gründen auch immer beschlossen hat, wir wollen den Anbieter haben. Ob dieser Grund jetzt gut oder schlecht war, ist ein anderes Thema. Wenn ich es jetzt nachträglich als Anbieter schaffe, mit Würgen und Brechen und Druck doch noch eine Ausschreibung hinzukriegen, wie groß ist die Chance, dass ich diese Ausschreibung auch ehrlich gesagt gewinne? So klein. So klein. Also von daher, das Übel liegt vielmehr darin, dass, glaube ich, dass eben viele Projekte beauftragt werden, die große Abhängigkeiten, und das wurde ja auch in dieser Rundschau-Sendung mit Matthias Stürmer, wurde das ja auch erwähnt, das Problem sind Abhängigkeiten. Also es ist vielmehr die Kunst, Projekte in Auftrag zu geben, wo nicht so viele Abhängigkeiten entstehen. Sie kennen das aus dem Privatleben, eine Espressomaschine, super billig, aber beim Kaffee bluten sie. Oder Gillette Rasierklingen. Kosten nichts, diese Rasierer, aber die klingen, oh mein Gott. Also Sie wissen es vielleicht, wenn Sie an der Kasse stehen, sind immer die Gillette-Rasierer dort. Wissen Sie warum? Weil das eines der meist geklauten Artikel ist, weil er so klein und so teuer ist. Deswegen steht er an der Kasse, weil da kann man schlecht klauen. Aber das ist sogenanntes Captive Pricing. Man verkauft etwas billig, schafft dabei eine große Abhängigkeit. Und ich glaube, da
ist das Problem vieler freihändigen Ausschreibungen nicht, dass in dem Moment eine freihändige Vergabe gemacht wurde, sondern dass man eben vorher, in der Vergabe vorher, eine Abhängigkeit geschaffen hat, die dann dazu führt. Das ist das viel größere Problem. Also die Diskussion wird sicher nicht fertig sein wegen freihändig Vergabe. Also für mich ist das, eigentlich habe ich schon oft gesehen, dass man freihändig versucht zu beschaffen auf Kostengründen und Geschwindigkeitsgründen. Aber auch, ja, da eine Frage? Nein, einfach auch ein Kommentar. Ich bin Esther Niefenegger von der Energie Wasser Bern. Wir schreiben praktisch alles, was wir müssen, sauber aus, aber ich persönlich leide oft darunter, dass man es eben nicht freihändig machen kann, weil da liegt ein Irrtum vor, oder? Also, wenn ich habe ein großes Team von Beschaffern, aber wir haben so viele Hauptwarengruppen, wir haben nicht überall die Erfahrenen, die Spezialisten für eben das Komplexe. Und wenn wir aber im Vorfeld mit Lieferanten sprechen würden, dann dürfen wir diese ja nicht mehr zum Einsatz kommen lassen aufgrund der Vorbefassung. Und Freihänder würde für uns nicht bedeuten, wenn wir dürften, dass wir das einem Einzelnen vergeben, sondern es würde für uns bedeuten, wir machen genau gleich mit Offerten, aber wir hätten die Möglichkeit, das Erfahrungswissen abzuholen, wir hätten die Möglichkeit, sich abzusprechen. Und Freihänder bedeutet nicht, ich würde es einem Einzelnen geben. Aber wir dürfen einfach nicht. Und darum kommt das dann eben oft auch vor, dass wir dann halt Kriterien unter Umständen definieren, wo wir dann im Nachhinein merken, oh, jetzt haben wir einen Erfahrungsrückstand irgendwie zu spät aufzuholen, oder? Aber die Aussage von Herrn Stürmer, dass Freihänder ist gleich einem Einzelnen den Auftrag geben, das ist in meinem Verständnis komplett falsch interpretiert. Danke vielmals. Noch eine Bemerkung oder eine Frage, bevor wir den Buffet eröffnen. Okay, dann vielen Dank für das Zuhören in der Fachsession 4. Wir sehen uns bei Networking und ich darf auch ein Geschenk überreichen. Merci. An Chris.